Hallo und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin gerade ein bisschen angefressen, weil ich habe gerade ein Clash Royale Video aufgenommen, aber mein Speicherplatz hat nicht ausgereicht und jetzt war die komplette Aufnahme verbuggt oder... Also der Schluss hat komplett gefehlt und der Rest war verbuggt, es waren immer Hänger drinnen. Übrigens, das ist zurzeit immer so, dass ich, egal was ich aufnehme, es sind immer so kleine Hänger drinnen. Und dann versteht man immer nicht, was ich sagen will. Also werden jetzt wahrscheinlich in dem Video auch ein paar drin sein. Ich weiß nicht, an was es liegt, Leute. Ich versuche das schon die ganze Zeit zu beheben, aber ich weiß wirklich nicht, an was es liegt, ob es an YouTube liegt oder an dem Aufnahmeprogramm. Wenn ihr ein anderes Aufnahmeprogramm wisst, also ich nehme momentan AZ Recorder her. Wenn ihr ein anderes Aufnahmeprogramm wisst, schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare, weil ich bin da offen für Vorschläge, aber dass ihr jetzt auch mal was sehen könnt. Ich habe noch ein sehr knappes Replay, das schauen wir uns jetzt an, während ich im Hintergrund noch ein bisschen weiterrede. Auf jeden Fall, in diesem Clash Royale Video, das dauerte glaube ich 8 Minuten gedauert oder so. Und der Sinn des Videos war halt, dass wir uns die Kronentruhe erfarmen. Und wir haben dann einfach einen Live-Angriff gemacht. Haben dann auch den ersten gleich, glaube ich, 2-0. Ich mach mal gleich ein bisschen leiser. Haben den ersten dann, glaube ich, 1-0 gewonnen. Und uns haben aber noch 3 Kronen gefehlt. Das heißt, wir mussten nochmal einen machen. Haben uns. Das ist jetzt gerade der Angriff, den ihr hier seht. Das ist sozusagen der zweite von denen. Und wie ihr hier sehen könnt, wir haben seinen ersten Turm schon zerstört. Und ja, davon sind Turm noch gar keinen Schaden gemacht. Und jetzt hier wurde es kritisch, weil ich habe zwar seinen rechten Turm zerstört, aber er hatte auf der linken Seite hatte er ziemlich viel, sage ich jetzt mal, Scheiß und hat dann seinen Kronenturm schon auf 2248 Leben untergebracht und wir hatten da gerade nichts, um das zu verteidigen und er hat mich jetzt gerade hier auf 500 Leben untergebracht, mein Kron. Jetzt auch nochmal ein Hoglider, eiskalt, ich auch mal gefüßt, aber trotzdem, unser Turm hat noch 148 Leben, was ist schon mal ultra ist. Er setzt hier sein Hoglider, den können wir Gott sei Dank noch gut verteidigen, er zappt nochmal, schickt nochmal Pfeile los. Und unser Turm hat einfach 33 Leben, Leute. 33. Hätten wir das verloren, Junge, ich wäre so sauer gewesen, weil das wäre ja dann im Video gewesen. Und ja, Gott sei Dank haben wir es gewonnen. Und jetzt bin ich vorhin, habe ich nicht mehr weiter geredet. In dem Video, was nie online gekommen ist, haben wir dann noch die Kronentruhe aufgemacht. Und haben das Drachenbaby gezogen. Sogar noch eine epische, aber nein. Ist nicht mehr drauf gewesen. Also auch nicht das, wo wir die Kronentruhe aufmachen, sonst hätte ich das jetzt hier nicht reingeschnitten. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall das Drachenbaby auf Level 2 und haben jetzt noch eins, also eine Karte zur Level 3, zum Level 3 Upgrade. Und ich würde sagen, wir graden jetzt einfach noch was ab für 1000 Gold, oder sollen wir? Ne, Leute, also ich spare lieber, weil wir haben hier die Pfeile für 2000 und die Kanone für 2000. Und die will ich jetzt mal verbessern, vor allem die Pfeile. Aber das war's dann im Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Die Wiederholung, Entschuldigung, dass es jetzt keine Live-Angriffe waren, aber ich wollte jetzt nicht mehr... Ich wollte es nicht nochmal Live-Angriffe machen, weil ich gerade 2 in einem Video gemacht habe, das dann doch nicht richtig online gekommen ist. Aber ihr habt ja heute das auf meinem anderen, also auf meinem zweiten Account gesehen, wo ich einen Live-Angriff gemacht habe. Schaut euch das auf jeden Fall an, wenn ihr einen Live-Angriff sehen wollt. Aber das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaut euch das auf meinem zweiten Account an. Da haben wir auch die Kronentruhe aufgemacht. Aber da ist mir mein Programm nicht abgestürzt. Und das war's. Ciao.